Herzlich willkommen hier zur neuen Folge hier in Thüringen. Ich fahre jetzt die Ladung vom BGA, kippe die da ab und dann werden wir mit dem nächsten Anhänger holen vom Händler und das fällt nur 48 oder 49 fahren. Ist im Grunde egal, weil das ist, steht hier ein Drescher. Zur Vorbereitung für die nächste Ernte, die kommt ja nun, ja, denk mal in 2 Tagen hier in Game. Aber das kann auch morgen passieren, ne? Das weiß ich auch nicht genau. Ob ein Wachstum alle 2 Tage kommt oder jeden Tag, das ist halt, ja, gut, ne? Dann wird noch gedüngt. Feldmoro 47 wird noch gedüngt und Feldmoro 37, Missionsfeld. Den Anhänger werden wir entsprechend wegstellen. Müssen wir gleich Symbol kommen, abkippen. Dann kippen wir das ab. Hoffentlich geht auch alles rein. Wenn nicht, haben wir, naja, Problem nicht, dann müssten wir jetzt zum Lager fahren, ne? Niki ist fertig. Dann werden wir gleich mal rüber schwitzen, ne? Ja, ist fertig, okay. Das ist ja noch ein Standardhelfer, das ist ja kein Problem, der ist jetzt raus. Bei Kursplay würde ich jetzt hingegangen, würde ich sagen, geh hin und mach jetzt, greife ein, ne? Damit ihr da. Hier gibt es eine Delle irgendwo, ne? Das kann sein hier mit der Straße hier. Sonst wäre ich nicht ins Getreidefeld gefahren. Wir stellen jetzt mal hier ein bisschen um, beziehungsweise wir haben jetzt die Zeit dafür. Die Fahrzeuge sind ja weg. Und ab geht's zum Händler. Den anderen Anhänger werden wir nehmen für die Silage, den schwarzen. Den roten lassen wir jetzt für das Füttern der Tiere, ne? Und dafür da jetzt irgendwann mal keinen Hänger haben, ne? Nur weil er ja irgendwo wartet und auf die Ernte, das ist ungünstig. Kann auch sein, dass wir den Traktor tauschen werden. Das ist ja ein 63er, der andere ist ein 70er Traktor. Von der Geschwindigkeit her und andere 53, aber das reicht auch normalerweise. Das ist ja, müsste man eigentlich umgekehrt machen, ne? Den langen, aber die fahren ja alle die große Runde mehr oder weniger. Da ist im Grunde egal, weil hier habe ich meistens Einbahnstraßensystem gemacht bei Autodrive. Das heißt, sollte hier keiner entgegenkommen, ne? Kommen alle von vorne und kommen, fahren zum Hof und hier geht's hin zu den Feldern und irgendwo Feldweg rechts geht zurück zum, naja, zum Lager, ne? So, wir fahren halt zum nächsten Feld. Beim roten, ne? Dann haben wir schon mal vorbereitet. Das andere einstellen, das machen wir daher, wenn es soweit ist. So, da sind wir. Und jetzt gehen wir rüber. Steigen wir ein. Und nehmen. Das ist der Case. Ist das der große oder der kleine? Müsste der große sein. Ne? Mal sehen. Das ist der kleine. Den tauschen wir. Wir nehmen den großen her. Ist ja dann wichtig, wenn wir zum Beispiel mit voller Last fahren, ne, dass wir da entsprechend schnell aus den Potten kommen. Ne? Zum Füttern reicht ja der kleine aus.
Aber der schwarze Anhänger passt halt nicht im Stall rein, ne? Von der Höhe her. Mist haben wir auch noch, siehst du. Die Silagewahl muss ein bisschen gären. Dann könnte der nächste BGH gebracht werden. So. Wir werden mal ganz kurz den rechts hinstellen. Ja, der andere ist ein bisschen größer als der Case. Der ist größer. Den stellen wir hier mal so kurz rein und nachher später werden wir das entsprechend nehmen und mit füttern. Wäre ja Blödsinn, wenn wir mit dem großen, mit dem kleinen durch die Gegend fahren, ne? Und der große steht hier rum und ja, das ist der Case. Der hat, glaube ich, ein bisschen mehr PS. Das müsste der andere Krampe sein, der ein bisschen tiefer ist. Die sind zu hoch. Geht ja auch mehr rein, ne? Ob das ja auch so ist, könnte sein. Geh von aus. Von den Feldern ist das besser, wir haben einen größeren Anhänger. Wenn es nur ein paar tausend Liter sind, aber wenn wir jetzt 7-8 Mal fahren, ist das schon zu merken. Ne? Dann brauchen wir ja auch noch einen Traktor für, oder wir werden ja Ballen pressen, das werden wir machen. Die Ballen werden wir auch im globalen Markt reinstellen, oder wir werden gleich lose sammeln und da reinfahren. Mal sehen, was besser ist, was schneller geht. Ich tendiere eher zum Sammeln, weil mit Ballen pressen kriegen wir zwar mehr runter. Und das besonders dann, wenn wir auf 10.000 gehen pro Ball, aber da müssen wir extra sammeln. Das hieße doppelte Arbeit. Und so werden wir gleich sammeln und gleich reinfahren im globalen Markt. Muss man sehen, dass wir dafür Traktoren haben, ne? Gut, da können wir zum Not die beiden nehmen, die führerlosen, also die ohne Kabine. Da könnte man nehmen zur Not. Die sind dafür geeignet. Und zwar besser fürs Feld geeignet, aber gut, zur Not geht das auch. Sagen wir, die haben die nötige Kraft, um auf dem Feld das einzusammeln und die haben die Kraft, um dahin zu fahren. Ne? Das ist ja entscheidend. Würde reell nicht funktionieren, weil die nicht auf der Straße fahren dürften. Ne? Bei mir schon. Alles meins. Na gut, die Straße nicht, aber gut. Nehmen wir nicht so genau, ne? Aber noch, erstmal muss das Stroh ja geerntet werden und solange das nicht geerntet ist, wird es nicht gesammelt. Bei uns gibt es nur Konflikte mit den Fahrzeugen, ne? Anhänger, den wir schon holen können, ne? Jetzt sehe ich gerade, wo ist da der Anhänger? Das war eben nicht schlecht. Na, das kann passieren, immer ein Mod wieder löscht, dass es dann nicht da ist, aber ich habe ja nicht, nicht von vorne angefangen, ne? Und auch nicht was deaktiviert. Jetzt sehe ich gerade, wieso hat der jetzt keinen Anhänger? Der ist aber ein Händler. Klar, alles Thema. Der soll man den noch holen, ne? Schusslichkeit, ne? So, fahren wir noch zum Händler und holen wir den Anhänger noch. Der da steht und wartet, ne? Ne? Das wäre was geworden. Ernte angefangen und dann will die abfahren. Wo ist der Hänger? Jetzt hätte ich in einer oder zu einer Zeit auch nicht mehr gewusst, wie das genau. Wo er denn geblieben wäre, ne? Das hätte ich schon vergessen. Wäre mir vielleicht wieder eingefallen, aber kurzfristig nicht. Das gibt's doch gar nicht. Die Diebe unterwegs. Dann klauen sie nur einen Anhänger, kein Traktor. Gut, der Anhänger ist leichter zu klauen, ne? Da brauchst du einen Traktor, muss jetzt zumindest eine Tür aufbrechen. Wo das eigentlich kein Problem wäre. Ein Zündschlüssel, naja, könnte man auch kurz schließen. Die Profis kriegen das hin. Hier wirklich ein Profi.
gerne erhöhen. Ja. Weiter geht's. Gras wird enger, das ist so wahnsinnig. Ein großer Traktor. Hat dann gerade ein Schild mit Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, das fehlt doch nicht für mich, ne? Hier darf ich. Hier bin ich frei. Hier ist keine Polizei. Die Straße ist ein bisschen gefährlicher, da ist nicht so gut. Das Wunderschöne ist ja hier, wenn, wenn du dich hier überschlägst, dass du da nicht, ja, passiert dir nichts, ne? Den Traktor passiert auch nichts, erstaunlicherweise, aber wie gesagt, das wäre in dem Falle meistens Schrott, ne? Und du wirst krankenhausreif. Wenn du drei, viermal überschlägst, also gut, wenn du angestellt bist mit 4-Punkt-Gurt hier, also mit über 2 Schultern, und schön stramm im Sitz bleibst, naja, Steuertrauma vielleicht, ne? Das könnte sein. Oder hier und da mal eine Prellung und Anstoß, ne? Aber wie gesagt, das ist. Ich sehe gerade die Steuerung rechts im Bild unten rechts. Ich habe ja auch rechts die kleine Konsole. Ich meine nicht dieselben Knöpfe, aber die kann ich auch bedienen, ne? Der hat ja nur 2 Knöpfe zum Bedienen. Der Steuerknüppel, ne? Also Schild hochheben und senken, das könnt ihr hier auch, ne? Was ist wieder los? War wohl zu heiß. Normalerweise, wenn es kalt ist, oder? Ja. Ja, ich muss dringend Geld verdienen, nutzt ja auch nichts, ne? Dann muss ich gleich den anderen auf Spur schicken, Mission, ne? Ich meine, das Geld kriegst du ja im globalen Markt, ne? Also anfangs kriegst du einen guten Preis. Und dann nachher, wenn der dann voll ist, dann kriegst du keinen guten Preis mehr. Aber das Geld muss ich auch wieder einplanen vom Kaufen der Ressourcen, ne? Also ich muss ja sehen, dass ich jetzt das Geld auch habe für wieder Einkauf, ne? Später. Zumindest die Waren, die ich dann im Prinzip jetzt brauche, zum Beispiel für, wenn ich auf der Marsch Dünger verkaufe, dass ich hier Dünger kaufen kann, ne? So große Anhänger. Ein bisschen ungünstig, ne? Ist der Händler zu klein. Aber es geht. Erstaunlicherweise sind keine Balken hier, ne? Seitdem ich keine Autoload-Funktion mehr habe, da dass sie wieder aufgeladen werden, und wo Sägewerk arbeitet, ist halt ja auch nicht, ne? Also, das muss man dazu sagen, ne? Das schaffe ich zurzeit nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob ich auf Sägewerk wieder aufstellen werde. Das weiß ich noch nicht genau. Müsst ihr erstmal Platz schaffen für. Also, die Bäume müssen mal gefällt werden. Dann bin ich nicht ganz schlüssig, ob ich das wieder machen werde. Weil das Sägewerk macht viel Arbeit. Schön anzusehen. Ja, wie gesagt, das muss ja alles gemacht werden. Und dann. Ich sag mal, im Winter ist es vielleicht ganz gut, ne? Aber nur Holz machen, ja. Vielleicht kann man mal eine Funktion für die Paletten irgendwie, ne? Das kann sein, dass mal irgendwas kommt. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine Marsch, ja, genau das gleiche. Das ist ja so, Sägewerk betreiben. Ich meine, da haust du noch Holz rein und alles kommt separat raus, ne? Also brauchst du dann nur das Holen, ne? Da ist die Produktion nicht so hoch. Das ist ein bisschen anders aufgebaut. Und hier muss ja Bretter hinzugeben. Dann musst du die Paletten wegräumen, Paletten dann verkaufen. Die Produktion ist auch ziemlich schnell, auf 5 kommt nicht hinterher. Dann wäre schon ständig voll, dann kannst du keine andere Arbeit machen, ne? Aber im Winter, wie gesagt, also da ist es wurscht, da haben wir Zeit.
oder im Herbst oder wenn man einen Tag regnet, man kann keine Feldarbeit machen, ne? Dann ist das ganz gut. Hier haben wir öfter mal Regen, ne? Aber wie gesagt, das ist zur Zeit ist das nicht machbar. Wenn wir mal sehen, dass wir den Traktor eine Arbeit finden für ihn, ne? Den Dünger. Aber erstmal müssen wir rausfahren aus, ja, zum Grün, ne? Oder zum roten Drescher, zum Case. Ja, die Lage, das ist ein bisschen ist noch zu fahren. Ja, genau. Sei ja, ein paar Meter fährst runter, machst voll und dann fährst du gerade. Da klappt der ganz gut. Futter haben wir ja genug. Aber Tiere gehen, glaube ich, global mag nicht. Würde ich meine Mastbullen da verkaufen, ne? Und dann das zum Schlachthof bringen, aber wird nicht funktionieren, glaube ich. Oh, sind wir fast fertig. Da müssen wir gleich mal schauen. Der macht ja weiter, ne? Der macht ja weiter, obwohl nicht viel ist. Aber wäre ja Blödsinn, ne? So, 37 sind wir hier. 37, dann wäre Nähe 34, 33, 44. Wir schließen erstmal ab. Den Fehlerbalken normal. So. 33 ist da nicht in Nähe. 32, 31, 36. Das ist dünn, ne? Mal gucken, wo es ist. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ja, 36. Mal gucken, wie wir hinkommen, ne? Durch den Wald. Durch den Wald bringt jetzt nichts. Das ist hinter dem Wald. Und durch den Wald fahren kann man mal sehen. Da vorbei, an der 42 vorbei. Da ist ja ein Feldweg. Das ist die andere Richtung. So. So, mal schauen. Vielleicht ist da irgendwie rechts ein Durchgang, ne? Das Feld ist ja nicht groß. Es wird gleich um die Ecke. Das ist auch kein Weg da, ne? Weil ich könnte einfach durchfahren. Ah, das kleine Feld. Hier eine Gasse kann man gleich nehmen. So. Das kleine Feld ist das. Na ja, gut. Machen wir ganz kurz. Das dürfte nicht lange dauern. Zwei Vorgänge wäre ein bisschen lustig, ne? Dann machen wir gleich mal den anderen hier. Da schauen wir mal auf Feld 46, ob da eine Mission ist. 46, 50. Das wäre ganz gut. Oder die 52. 55. 44. 18 wäre weit weg. 52, 44. Wäre auch weit weg, ne? Dann die 46. 54, 57, 43, 44. Aber 44 würde es lohnen, ne? Ist ja auch in der Nähe. Anführungszeichen. Müssen wir irgendwo einen Weg hinfinden, ne? Wir hatten da einen Zaun gemacht. Eigentlich würde ich nicht querfeld einfahren, sondern die Wege nutzen.
Aber das kommt ungefähr hin. Richtung Ortschaft, dann rechts und dann nachher schon da, bei Hof 5. Ja, Überlänge. Ich sehe gerade so geschaut. Das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter mit Düngen. Tschüss.